Mit deiner Entscheidung, deiner. Ich hätte nachher noch ein bisschen Geld über. Also es gibt. Es geht also um Entscheidungen. Es gibt um Entscheidungen, eine Kette von Entscheidungen. Zum Beispiel die Situation, die ganz am Anfang ist, diese Figur mit dem Hund. Wie entscheidet sie sich beim dritten Mal? Also da passiert ja, das bringt sie drüber. Was wird dadurch ausgelöst oder was wird dadurch anders im Verlauf der Handlung? Das ist ja Zeitgewinn, ne? Sie springt drüber. So, was passiert dann, das nennt man jetzt am dritten Dezent, mit dem Fahrer ihres Vaters? Vorher war das ja anders. Also vorher war sie ein bisschen langsamer und dann ist ja immer was passiert, Hendrik. Ja, dann hat sie den halt so gut aufgehalten und dann abgelenkt, sodass er einen Unfall gesehen hat. Das war bei den ersten beiden Mal. Ja, und dann beim dritten Mal, als dann halt später kam, ist dann das Auto da vorbeigefahren. Als früher kam, hatte das Auto ja eher. Der Fahrer kann dafür besser rüberspringen. Also, da sind ein paar Brüche drin, zum Beispiel diese Unterhaltung da am Supermarkt. Als sie sich so lange unterhalten und man denkt, alle bleiben da liegen. Ganz viele Menschen im Raum, nichts passiert. Alles so von komisch. Und die haben dann viel Zeit zu reden. Ja, das ist zum Beispiel ein Problem, wo man denkt. Ich bin, aber was Janis sagt, ist wichtig. Eine kleine Situation anders und schon kann sich alles Mögliche verändern, ja. Da spielen Zufälle eine Rolle. Zum Beispiel Lotto gewinnt bei dieser einen Frau, ja, die auf einmal genau, also von einer etwas wunderschönen Frau zu einer Lady wird. Ja, ja, aber Roulette-Gewinn auch, ja. Also auch die herbeigeführte Hähnchen. Da sind ganz viele andere Filme, ja, spannend, genau. Die erkennt man aber nur, wenn man, also Anspielung auf andere Filme, wenn man diese Filme bekennt, ja. Also ich bin ja nicht Missionar und sage dieser Film oder so. Ich finde eigentlich ganz cool, war was anderes. Also diesen Film, der sich eigentlich in drei Teilen aufteilt, war eigentlich schon was Neues, im Gegensatz zu den Filmen, weiß ich nicht, die jetzt eine Handlung haben, da ist halt drei. Und die manche Sachen waren eigentlich relativ lustig, so die Messlinien hier zu überweisen, wie die Probleme da unterhalten werden, mit Schweinefleisch lustig zu merken, cool. Also der Dialog, der war auch umgekehrt. Einmal war sie so die Erste. Ja, das war bekannt. Ja, ich denke mal, wenn man so einen Achtgängern dreht, da die Person, die Autos, das Gebiet wurde gedreht, wurde schon durch. Ne, doch. Und wurde 20 Jahre älter. Ja, Also ich habe ein bisschen auf alt gemacht, oder wie? Nee, das sagt mir so. Das sieht da jetzt mal so aus. Es gibt dann solche Ecken, ne? Wo da so ein bisschen Beton irgendwie aussieht. Oder ja, die hat ja diese engen Längen mit zweiten Punkten drauf und dann so hohe, hackige Schuhe. Ich hätte da noch nicht so mehr, was ich an der Wohlstand von der Die dazu kann ich Schauspieler genommen. Der Regisseur selber war mit dieser Schauspielerin zusammen. Ich glaube, das war 2003. Das war ein paar Jahre geplant. Ja, so. Ist ja manchmal so. Dass der Regisseur dann nicht vielleicht in so einer Hauptdarstellung ist. Jetzt aber nicht mehr. Assoziiert mit dem Schauspieler. Finde ich auch Rotsack. Gangster. Thomas, was sagst du? Doof, nicht doof? Ich fand den Anblick nicht so toll. Ich fand den, also was Mario auch schon gesagt hat, also immer wieder das Gleiche am Anfang. Gut, war zwar etwas andere Handlung, aber so insgesamt die Handlung, die da passiert ist, eigentlich nur dass da die Geldübergabe da. Um mehr ging es ja nicht. Und irgendwie weiß ich nicht. Ich mag das nicht, wenn das die ganze Zeit nur so eine stumpfe Handlung da ist. Sogar ein bisschen mehr
noch sein. War nicht so toll. Also die Szenen werden nicht so aufgebaut am Ende, auch mit der Flucht nicht oder so oder dieser Überfall. Mit der Punkt, das ist relativ kurz zusammengefasst. Ne? Ja. Markus, wie siehst du das? Ja, eigentlich genauso wie Thomas. Also was ich gut fand, so man musste am Anfang überlegen, warum das sich jetzt wiederholt, aber als man dann dahinter war, war das dritte eigentlich nicht so spannend, sag ich mal. Okay, obwohl wir jetzt mit einem neuen Thema anfangen, ruhe ich schon mal ein Thema an, das wir machen werden, nachdem wir uns jetzt ein bisschen noch mit Film beschäftigt haben. Und zwar mit dem schönen Lyrik. Im Abitur, im Zentralabi, war einer der Vorschläge.